Ja, wir haben ein Foto entdeckt, das können wir vielleicht mal angucken, aus Australien. Geht um Corona, geht um die Art und Weise, wie wir sozusagen, wie dort umgegangen wird. Da wird ein Mann, der seine Maske nicht aufgesetzt hat, von der Polizei sozusagen überwältigt, die Handschellen angelegt und behandelt wie ein Massenmörder, den man gerade festnimmt. Und dagegen sehe ich Bilder vor meinem geistigen Auge von feiernden Menschen in England, die Party machen. Hier sehen wir jetzt den Australier, der offensichtlich den Fehler seines Lebens gemacht hat, hat auch noch sein kleines Kind auf dem Schoß. Das wird auch einen Schock fürs Leben mit sich mitkriegen und wahrscheinlich ein ganz anderes Bild auf die Polizei haben, als das für einen Bürger richtig ist, nämlich Angst und Schrecken mit Polizei zu verbinden. Das ist sozusagen das Anti-Corona-Bild. Und es gibt ja rund um die Bundeskanzlerin auch Vertreter der No-Covid-Fraktion. Also das sind die, die Corona ausrotten wollen und solange noch ein kleines Fitzelviruschen irgendwo in der Luft ist, sozusagen die Menschen gängeln wollen. Für die ist das sozusagen erstrebenswert. Die Bundesregierung hat immer betont, dass Australien das Vorbild ist. Ich möchte dieses Vorbild in Deutschland nicht. Ich möchte junge und ältere Menschen wieder feiern sehen. Ich möchte Menschen sehen, die sich im Fußballstadion umarmen, die sozusagen die gemeinsame Siege feiern, die anstoßen und wenn es ganz schlimm kommt, sogar mal aus dem gleichen Glas trinken. Fußballstadion. Das ist ja ein gutes Stichwort. Also ich meine, überlegt euch doch mal, wir haben schon eine Phobie. Ich meine, das passiert dann halt. Und dann haben zwei Menschen aus dem gleichen Glas getrunken. Heute ist eine Stimmung im Land noch immer verbreitet und motiviert durch unsere Regierung, dass man da wahrscheinlich sofort stirbt. Und das muss endlich weg. Dafür gibt es gar keinen Anlass mehr. Ich habe das Gefühl, dass jemand weiß, weil es ein deutscher Bürger geworden ist. Aber die Wirtschaft.